Moin, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bioshock 2. So, Lamp hat ein paar Splicer auf uns gehetzt und wir haben erfahren, dass wir von jemandem anscheinend erweckt wurden, weil sie sonst die Kontrolle über die ganzen Big Daddies hatte, nur irgendwie über uns nicht. So, damit können wir das Tor wieder auf, denke ich mal. Kriegen wir. Ich weiß um deine Bindung an Eleanor Delta. Um dich selbst zu retten, willst du zu ihr. Richtig. Aber Eleanor hat eine Bestimmung. Die wäre? Und du kommst darin nicht vor. Im Paradies ist kein Platz für dich. Ich bin mal interessiert, was für eine Aufgabe sie hat. Schnell, geh zum Aufzug. Sofort. Ja, ja, ich weiß. Oh, oh, oh. Das war aber knapp. Keine Munition mehr. Gegner alarmiert. Hä? War ich das? Ah, ich bin es leer. Ah. Was? Wo? Oh nein, oh nein, oh nein. Wir gehen am Arsch, wir gehen am Arsch. Ich brauche was für die Heilung. Wegkaufen? Was kann ich denn hier kaufen? Schwanzkasten. Da kaufe ich mal alles. Ich hätte vielleicht Munition kaufen sollen, kann das sein? Ja, ich hätte Munition kaufen sollen. Wir können nur hacken. Der braucht keinen Treibstoff mehr. Greife stattdessen mit Erzeugung. Ah, ihr könnt aber noch zuschlagen, das geht noch. Bauer in der Fresse gehabt? Nein, dann hast du es jetzt mal gemerkt. Ciao, ciao. Viel Spaß, ne? Ihr habt noch genug zu tun, glaubt mir. Alle? Ha! Ach komm, wie viele? Ah, oh, was hier nicht alles für Drogen machen, ne? Gut. Also, die Kinder hier haben mir erzählt, du bist ein sehr alter Big Daddy, lebenslang gebunden an eine einzige Little Sister. Wenn du zu lange von ihr weg bist, stellt dein Körper seine Funktionen ein, wie wenn man ins Koma fällt. Solange das Mädchen hier in Rapture ist, sitzt auch du hier fest. Der Name deiner Kleinen ist Eleanor Lamp, die Tochter von Sophia. Das ist, denke ich, der Grund, weshalb Lamb dich hasst. Eleanor wird in Fontaine Futuristics festgehalten, auf der anderen Seite der Stadt. Du musst dorthin und sie befreien, bevor es zu spät ist. Meine Frage, wenn ich jetzt ein ziemlich alter Big Daddy bin, was hat die, glaube ich, gesagt? 10 Jahre war ich jetzt? Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange war das jetzt? Ja, ich habe jetzt wieder nicht aufgepasst. 10 Jahre war ich jetzt weg, dann ist Eleanor bestimmt auch kein Kind mehr. Wenn ich zu diesem Zeitpunkt... Ich halt so wie die Kinder aussehen müssen, wie 5, 6, 6, 7. Heißt, sie müssen Teenager sein, fast schon Erwachsene. Oder alten, oder altern Little Sisters nicht. Du hast Spezialmunition. Drücke die Steuerkreuz, um die Missionstyp zu ändern. Spezialmunition verfügt über Vielzahl an zusätzlichen Effekte und Funktionen. Wähle für jeden Gegner die richtige Munition. Oh, falscher Knopf. Um...
kann ich ja nichts hinwerfen, damit ich da jetzt nicht durchlatschen muss. Ah, ihn hier. Auch nicht. Ah, ich kann die aufheben. Ah. Ah, Fallniete, da ist sie doch. Kann ich auch direkt auf die schießen oder muss ich immer... Ich höre was. Ich höre hier irgendwas. Ah, Lamp. Siehst du? Das Tenbaum ist der Grund, warum ich Sophia Lamp bekämpfen muss. Sie benutzt die neuen Little Sisters für irgendetwas. Und ich bin zurück, um sie zu retten. Tue ich das nicht, sterben noch mehr Kinder wegen meiner Sünden. Und der Albtraum Rapture geht immer und immer weiter. So. Sprechen wir. Bürger von Rapture. Das ist Subject Delta. Hinter dieser Maske steckt ein Feind des Volkes. Ohne Seele, ohne Mitgefühl. Er ist eine Bestie, ein Monster. Und als Familie müssen wir ihm den Kiefer zerbrechen und ihn ins Meer zurückjagen. Hä? Lamp wird hier alles umkrempeln, um dich zu finden. Bitte halte die Splicer zurück, bis wir entkommen sind. Okay, folgendes. Kann ich Untertitel anmachen? Ja, Dialoge an, Untertitel, Grafiken. Grafiken. Was meine ich mit Grafiken? Es ruckelt. Sehen wir dann. Was das? Ah, oh, noch eine. Mist. Da. Komm her. Lauf nicht weg. Komm her. Ja, ich weiß, dass ich verwundet bin. Oh nein. Du bist gestorben. Du wirst in einen Vita Chamber wieder wirbeln. Ah, die Dinge. Hi! Danke. Ich muss dich jetzt verlassen und das tut mir sehr leid. Aber ich muss noch anderen helfen, bevor diese Stadt ertrinkt. Dieser Mann, Sinclair, er ist auf unserer Seite und wird dich zu Eleanor führen. Leb wohl, Delta. Und viel Glück. Damit sind die Kinder gerettet. Tja, sieh einer an. Der aufrechte Ritter. Komplett mit Dampfrost sozusagen. Ich heiße Augustus Sinclair, alter Junge. Esquire. Die alte Tenenbaum und ich haben ein gemeinsames Anliegen im Fontaine-Hauptquartier. Und ich hab kein Geld. Das ist der Laden, wo du auch Eleanor Lamb finden wirst. Mhm. Ich glaube, wir beide könnten ins Geschäft kommen. Komm mit der Bahn zu Ryan Amusements. Bis bald. Ah, da sind Nieten.
So, ab dafür. Ryan Amusement. Wow, hau lieber die Bremse rein. Es sei denn, du willst deinem Leben an dem Gletscher da vorne ein Ende setzen. Eigentlich nicht. Ich denke mal, wir kriegen Flammenwerfer oder sowas. Oder ist das Gas, was da rausströmt an der Seite? Dann natürlich brauche ich nur ein Feuerzeug. Wie du siehst, Chef, ist die Station völlig vereist. Mhm. Um also rechtzeitig zu Eleanor Lam im Fontaine-Hauptquartier zu kommen, müssen wir den Weg freikriegen. Um das ganze Eis zu schmelzen, brauchst du ein Plasmid, das reinste Höllenfeuer entfacht. Ach, Plasmid, richtig. Wir haben in dem Vergnügungspark da drüben immer ein nettes Produkt namens Abfackeln verkauft. Sieh zu, ob du da reinkommst. Ich kenne die ganzen Fahrgeschäfte schon. Besorge dir eine Eintrittskarte. Hä? Hallo, ich bin Big Daddy. Einmal ein großer Fuß und das war's. Sie ist unsere Rettung. Wir werden wiedergeboren. Clown! Beschissener Clown! War nur der eine? Hallo? Jemand da? Du bist ein seltenes Modell, mein Junge. Alpha-Serie, glaube ich. Mhm. Ein Tropfen von deinem Blut ist ein wissenschaftliches Wunder. Findest du? Verbessern, 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 verbessern. Aber wir können immer nur eine Sache verbessern, ne? Ah, Nieten. Ich benutze mehr die Nieten als der Bohrer. Erhöht Bohrer 3 Streifstoff Effizienz des Bohrers. Upgrade durch Bohrer Deflektor. Ladestreifen größer für Nieten. Erhöht der Schaden durch Nieten. Wirkt sich auf Bohrerdrehung sowie Mille-Attacke. Also, würde eine Stange Geld einbringen an der Erdoberfläche. Dann machen wir so mehr Schaden. Solltest dir überlegen, wie du darauf kommst. Vielleicht könnten wir ja zusammen abdampfen. Ah, da sucht jemand Mitfahrgelegenheit. Ich sollte technischer Leiter in einem Park werden, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Und jetzt sitze ich rum und passe drauf auf wie so ein alter Wachhund. Meine ersten automatischen Puppen haben die Kinder begeistert. Aber Ryan hielt meine Vision für unausgereift. Antiquiert. Das Ganze hätte wirklich eine nette Sache werden können. Aber er hat eine Schule draus gemacht. Ach, was sag ich. Eine Kirche. Zu seiner eigenen Verherrlichung. Das ist noch ein Big Daddy irgendwo. Greift er mich an, wenn... Ah, eine Eintrittskarte, super. Na, wer sagt's denn? Damit kommst du in den Park. Aber Plasmide kosten Adam. Das ist der Genglibber, mit dem du korrigieren kannst, was Gott dir mitgegeben hat. Die Little Sisters haben das Zeug in ihren Bäuchen. Du musst also eine finden. Ich hab in der Nähe der Eldorado Lounge wen flüstern hören. Sieh mal nach. Hallo. Großer Bruder. Ihr Herren Choppers, versteckt euch! Und kein Kreis diesmal! Willkommen bei Ryan Amusements. Führen Sie jetzt Ihr Ticket ein. Kinder unter 3 Jahren zahlen die Hälfte. Oh nein, falsch. Wo ist der? Fehlt einer. Gute Nacht miteinander. Ich gehe jetzt schlafen.
Ich weiß, wo du... Ah, ihr seid keine Heilmittel in dem Verbandskasten dabei. Ist hier irgendwo ein Automat, wo ich mich dran bedienen könnte? Da. Nein, warum ist das so teuer? Immer noch zu teuer. Naja, gucken wir mal, wie lange wir überleben. Wenn wir reingehen. Ich bin Andrew Ryan. Willkommen bei Ryan Amusements. Viel Vergnügen in unserem Park. Danke. Erste Gen-Tonikum erhalten. Tonikum sind passive Fähigkeiten, die eine Reihe nützlicher Wirkungen haben. Im Gegensatz zu Plasmide müssen Tonika nicht aktiviert werden. Sie entfalten ihre Wirkung, sobald sie ihr zur Ausrüstung hinzugefügt werden. In der heutigen gefahrenvollen Zeit kann es nie schaden, schneller zu sein als die anderen. Denk daran, dass du es ja nicht unbedingt mit einem Splicer aufnehmen musst. Vielleicht reicht es auch schon, schneller als deine Nachbarn zu sein. Ryan erwacht eines Nachts, während er auf seinem Hochseeschiff, der Olympian, im Atlantik kreuzt. Sein Schlaf wird von einem einzigen Gedanken unterbrochen. Hier ist es, ruft er seinen Matrosen zu, während er sich den Schlaf aus den Augen reibt. Maschinenstopp! Hier beginnen wir zu bauen! Mhm. Ah, hier wird die Geschichte erzählt, wie Rapture entstanden ist. Die Olympian, umgebaut für schwere Bauarbeiten, kehrt mit neuer Ladung zurück. Eine hochmoderne, versenkbare Plattform mit dem Spitznamen The Sinker bringt Vorräte und Arbeiter auf den Meeresgrund tief unten. Okay. Nachdem erstes Material auf den Meeresgrund gebracht wurde, wird die Plattform fest im Sedimentboden verankert. Massive Stahlträger werden dutzende Meter weit in Fels und Schlamm versenkt. Unter der Plattform arbeiten Ingenieure daran, Hindernisse zu überwinden, wie etwa diamanthartes Felsgestein, störrische Meeresbewohner und unvorhergesehene Hohlräume. Verdammter Schrotthaufen! Du hast das kaputt gemacht, nicht wahr, Edna? Alles, was du anpackst, wird zu Scheiße! Armselig, du bist so... Da hängt Liebe in der Luft. Glaube ich. Hier machen wir mal's. Als die Plattform verankert ist, schreiten die Arbeiten mit erstaunlicher Geschwindigkeit voran. Auf Raptures Fundament schuften Arbeiter rund um die Uhr, um die Metropole zu erschaffen, die sie heute sehen. Typen wie du sind hier nicht willkommen. Ja, ich kann es mir vorstellen. Hallo? Hallo? Komm jetzt raus! Nee, ich will nicht. Kann ich da Sachen verkaufen? Nee, ne? Ich kann nur Sachen kaufen. Shitte. Ah! Zumindest mal etwas. Gehen wir es mal hier lang. Hall of the Future. Habe ich keinen mehr? Shit, das war der einzige, den ich hatte. Oh, jetzt habe ich nicht mehr genug Kohle für die. Ich befreie das fahle Ross. Die töten sich gegenseitig. Oh, Chef. Bring mir schnell die Verbandung zurück. Kommt der denn her?
Hä? Geschütz gehackt. Jetzt hat sie ein bisschen Freund. Im Moment ist alles auf den Beinen. Außer Ihnen. Sie haben die aktuelle Plasmid-Produktlinie von Ryan Industries immer noch nicht probiert. Wird es nicht langsam Zeit? Entwickeln Sie sich weiter. Noch heute. Hier wird aber Plasmid-Werbung gemacht. Ah, ich glaube, hier könnten wir fündig werden. Wir haben heute bei Tests einen weiteren Protektor der Alpha-Serie verloren. Er ist einfach verschwunden. Irgendwo außerhalb der Stadtgrenze. Für diese Männer hat Rapture keine Wände. Wir müssen eine Methode finden, ihnen beizubringen, dass sie die Little Sisters nicht im Stich lassen, sobald sie nicht unmittelbar in ihrer Nähe sind. Irgendeinen körperlichen Reiz, vielleicht sogar etwas Tödliches. Die Laboranten nennen sie seit neuestem Big Daddies. Vielleicht gar nicht so dumm. Unzertrennliche Paare, verbunden durch tödliche Liebe. Aha. Hau zu! Warum haut er nicht zu? Da weiß ich jetzt wieder, dass ich nicht verstanden habe. Warum hat er nicht zugeschlagen direkt? Ja, Gin, das brauchen wir jetzt. Wann kann ich erkennen, wie viel Kohle ich habe? Da, 7. Nicht viel. Vater, sitze ich hier fest. Ich kann dir leider nicht anders helfen, als diese kleinen Geschenke hier herauszuschmuggeln. Ah, sie läuft hier irgendwo rum. Ziehst du deinen Kampf aus nächster Nähe vor? Mit Bohrerkraft bewirkt dein Bohrerangriff noch mehr Schaden. In der ethischen Psychiatrie... Hier spricht Eleanor Lamb. Mom sagt, ich darf nicht mit den anderen Kindern spielen, weil die nach dem Motto Hund frisst Hund erzogen werden. Ich wollte mir diese Hundefresser einmal ansehen. Drum habe ich gewartet, bis Mom weg war und bin dann raus, um welche zu suchen. Und was war? Die Hundefresser haben eine Haut wie ganz normale Menschen. Sie sehen genauso aus wie wir. Mhm. Sehr beruhigend. Vor dir ist eine Little Sister. Um das Adam von ihr zu erhalten, musst du erst ihren Big Daddy loswerden. Er wird dich nicht angreifen, solange du ihn nicht attackierst. Aber mach dich auf jeden Fall auf einen schweren Kampf na toll. Wenn ich trinke, kriege ich zwar Energie, aber ich verliere, ich wollte schon Botox sagen, Plasmid. Also dieser Big Daddy beißt erst, wenn du ihn angreifst. Aber um an die Little Sister ranzukommen, hey, Musst du den Knaben platt machen. Was muss ich denn machen? Muss ich ihn jetzt wirklich töten? Hi! Willi! Sag mal so, ich hab ein Geschütz. $15. Nein! Oh, Alarm. Ist das noch meiner?
Oh. Ja, mit ihnen habe ich jetzt nicht gerechnet. Vor wem? Von einem Geschütz? Ich höre nur getrampelt, mehr auch nicht. Sucht er mich? Was ist los? Hey, hast du Feuer dort am Heck? Spielt die Waschlage heute aber nicht weg, du. Ich wollte gerade Elektro machen. Ja, mit wenig Energie ist das nicht keine einfache Sache. Ah, einer hätte noch gefehlt. Habe ich eigentlich schon endlich Leben? Ich meine schon. Boah, jetzt aber. Kannst durchatmen, alter Knabe. Du hast es geschafft. Und jetzt nimm sie auf deine Schultern und sie wird dir vertrauen wie ihrem eigenen Daddy. Was muss ich jetzt machen? Er ist netter als andere Daddys. Adoptieren. Na, Kleine, komm mit mir. Der ist nicht so schön wie ich. Er ist auch nicht so handlich. Wir sind im Geschäft. Überall in Rapture liegen Leichen rum. Und dieses kleine Monster wittert das Adam in ihnen. Such dir eine. Ah, da muss ich ihn töten, ne? Du hast eine neue Little Sister adoptiert. Drücke und halte Viereck, um sie zu bitten, dich zu einer mit Adam gefütterten Leiche zu führen. Siehst du? Adam, ganz in der Nähe. Haben nicht alle Adam, wie der jetzt zum Beispiel? Adam, Daddy, da drüben! Ah, wir sind also ziemlich wählerisch. Sie hat eine saftige gefunden. Aber sobald sie anfängt, das Adam abzuzapfen, kommen die Splicer an. Mach dich drauf gefasst, bevor du sie dran setzt. Ja, ja. Das ist ein Kind der Familie, kein Spielzeug, das du benutzen und dann wegwerfen kannst. Sehr passend, dass du hier dein Ende findest. Eine weitere Kuriosität in Ryans Schrein für das Ego. Da kommen sie schon. Halt ihr die Splicer vom Leib, bis sie fertig ist. Sonst geben die niemals auf. Für dich Adam abzapfen. Aber es dauert eine Weile und wird Splicer anlocken. Halte ihr die Splicer vom Leib, damit sie ihre Aufgabe erfüllen kann. Hinweis jetzt auf die König Hornklaas. Schaut deine Tor. Komm her. Noch jemand ohne Ticket. Wo? Versuch doch jemand durchzukommen, ne? Komm her. Halt doch zu. Na, Mäuschen. Ich sage den anderen Mädchen, dass ich den besten Daddy der Welt habe. Das ist aber lieb von dir. Jetzt kennst du den Einsatz, mein Junge. Aber ein Plasmid kostet noch ein bisschen mehr, Adam.
Mach weiter. Ja, gut. Hallo. Hallo, Kinder. Mein Name ist Andrew Ryan. Ich habe die Stadt Rapture für Kinder wie euch gemacht. Ja, ja, klar. Oberwelt nichts mehr für uns war. Aber jetzt hier auf dem Grund des Meeres ist es ganz natürlich, sich zu fragen, ob die Gefahr dort oben vielleicht vorbei ist. Von dem hat sie erzählt. Soll gefälligst Spuren. Stellen wir uns also vor, ihr und ich, dass uns wieder fahren könnte an der Oberfläche. Gib mir das Kind! Wir können doch gerade erst an! Sei harmlos! Im Schatten des Gewinns! Boah! Kann ja nicht sein, Mann! Warum fistelt der so? Sorry! Oh, Feigen! Ja? Wer ruft da nach mir? Wer stöhnt denn da nach mir? Ach so, der Kollege. Ich glaube, die Kinder sind endlich eingeschlafen. Im Park ist es jetzt überall still. Ich kann selbst nicht schlafen. Wir sind also ganz unter uns, Mr. Diktaphon. Hallo! Sie, ich und das Jahr 1959. Was wohl das nächste Jahr alles bringt? Was war das? Irgendetwas ist passiert. Das Licht ist ausgegangen. Kinder, bleibt in euren Schlafsäcken. Es ist alles in Ordnung. Uiuiui, boah. Boah. Oh nein, die Little. Vergiss nicht, deine Little Sister hochzuheben. Ach, die kommt mit. Gott sei Dank. Oh, ich hab gedacht, ich hab die schon verloren. Ich bin nur froh, dass Mutter das nicht mehr erleben muss. Ja, da sind wir auch froh. Und wie es weitergeht, erfährst du in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, zeig es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn du nichts mehr verpassen möchtest und immer auf dem neuesten Stand bleiben willst, aktiviere die Glocke, lass dein Abo da. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du mich auf die nächsten Folge wieder begleiten würdest. Ich bedanke mich fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.